was dann passiert. Alok Mage. And one more life's mystery revealed to him. Love. A neighbor girl, Lavila, captured his heart. Luckily, this love was Mitra. Then, Alok realized that man isn't just his mind and body. There is something else concealed from the first look. This substance is soul. It's determinant and truly makes man a man. Still, Alok couldn't get enough. His mind was constantly hungry for knowledge, and it craved something more than rustic life. He developed an interest in mighty ancient knowledge, alchemy. Soon Alok left his town. Parents and Ivila discouraged him in vain, as Alok was firmly convinced in his decision. He went on a journey in search of knowledge, yet he promised his beloved to come back. We don't know anything else. His story is a mystery to us. How do I find the answer? Ja, langsam wird's interessant. Also, die reden auch ziemlich viel. Die zwei, aber ja, irgendwie, ja, es gehört wohl dazu. Sonst werden wir es nicht kapieren, fürchte ich, ne? Me and my sister. We can help you. We'll show you where Alok once found a great teacher with bitter fate. He'll show you the way. Ja, dann machen wir auf hier. Ja, wird dunkel. Ich werde wohl rumgebeamt. Yesterday's evening, I almost finished dealing with all these signs, but in the morning, I realized everything got mixed up in my head. I need to concentrate. I won't leave the room until I'm done. Okay. Also wird den Raum hier nicht verlassen, bis er es kapiert hat. Und da haben hier Symbole auf dem Boden, die relativ schwach beleuchtet sind. Dann haben wir hier ein Bett, auch ein Symbol. Unten ist ein Symbol, okay. Ein Planet, noch mehr Symbole, Schriftrollen kann ich aber nicht anklicken, da auch nichts. Da leuchtet was. Ein. Oh, da kann man wieder was einstellen. Spontan hätte ich jetzt gesagt, irgendwie so, dass es halt ein hübsches Muster ergibt, ne? Dass es ein geschlossenes Muster ist. Allerdings war das bisher auch noch nicht unbedingt immer richtig. Aber so sieht's gut aus. Okay, das sieht toll aus. Das hier noch nicht. Da müssen wir unten hier nochmal ran. Das sieht doch auch gut aus. Und was haben wir hier? Wenn ich richtig bin, müsste es einfach einklacken, ne? Ja, das ganze Dach geht auf. Ah, und ich sehe ein weiteres Symbol da oben. Okay, und was haben wir hier? Ein Schrank? Kann ich den Schrank? Den Schrank kann ich wohl nicht aufmachen. Okay. Da hängt auch was dran. Ist ja witzig. Okay, kann aber damit nichts machen. Okay. Ich habe also immerhin eine Decke aufgekriegt und da ist ein so weiteres Symbol. Sind das die Plättchen, die ich nehmen kann? Ah, die Plättchen kann man ein- und ausschalten. Ist ja interessant. Mhm.
Mhm. Allerdings sehe ich da nicht alle Symbole. Warte mal, das Symbol da oben im Himmel ist ein Dreieck mit ein paar Strichen dran. Das ist hier nicht dabei in der Mitte. Ein merkwürdiges Rätsel. Was haben wir hier jetzt noch? Pfeil mit ganz viel Gekringelkräusel. Ah, das ist da. Das ist hier im Eck. Das ist da. Darf ich das anmachen? Da ist das. Okay, das habe ich zumindest gesehen hier drin. Dann haben wir hier. Das Symbol habe ich auch gesehen. Das ist da drüben. Es leuchtet so schön. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Ah, warte mal. Nee, warte mal. Vielleicht muss ich hiermit irgendwie das nachbilden, was ich oben im Himmel sehe. Ach, das eine kann ich nicht ausmachen, okay. Und was haben wir hier noch? Warte mal kurz, was... Was ist da noch? Da ist so ein... Ja, der da. Also die drei sehe ich. Ob die jetzt unbedingt in den Ecken des Zimmers sind, weiß ich nicht. Aber die drei sehe ich zumindest. Hinter den Schrank kann ich nicht gucken. Schade. Und das da oben. Ja. Das ist die Frage, wie ich das so vernünftig übertragen bekomme, ne? Na, geh an. Der da stört mich irgendwie. Der eine, der immer an ist, stört mich irgendwie, weil den, der passt nicht so ganz dazu. So hätte ich es jetzt gemacht. Aber der hier passt halt nicht dazu. Weil da ist ein Punkt, da ist ein Punkt und dann ist da ein Punkt. Langer Strich, Dreieck. Wie kriege ich das hin mit dem, was da oben zu sehen ist? Ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier das Geheimnis ist, was ich da machen muss. Jetzt gerade nicht, meine Süße. Ja, da ist wieder eine Miezekatze, die unbedingt spielen will. Aber ich bin doch gerade am Spielen, Miezekatze. Ja, ich bin so herzlos. Ich ignoriere dich einfach, ich weiß. Ja, sag mal. Was ist los, Mieze? Jetzt gerade nicht. Komm später wieder, okay? So. Entschuldigung. Musste kurz die Katze besänftigen. Das ist halt echt schwer, hier reinzumalen irgendwie. Wenn ich das jetzt so rummache einfach mal. Also hatte ich das doch schon, oder? Ich weiß es halt echt nicht. Kann man das hier irgendwie benutzen? Nee.
Das war ja echt noch einfach hier, ne, mit der Kugel. Aber danach. Ich könnte hier auch einfach alle anmachen, ne? Das ist halt falsch wahrscheinlich. Weil es nur die drei Symbole hier gibt in dem Raum. Oh, was ist das denn hier? Ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Okay, wie kann ich jetzt auf das Ding zugreifen? Also ich habe jetzt ein Inventar, kann aber auf das Inventar irgendwie nicht zugreifen. Das ist gerade auch irgendwie komisch. Warte mal kurz. Tab Inventory, Additional Action. Vielleicht mit der Additional Action, dass ich was machen kann. Ja. Das zweite Rätsel war einfacher. Ich gucke jetzt gerade erstmal alles durch, ob hier irgendwo sich was machen lässt. Irgendwie. Irgendwie weiß ich echt gerade nicht, was ich da tun soll. Aber mich verwirrt halt, dass hier drin scheinbar ein Löchlein ist. Weißt du, hier hätte ich jetzt gedacht, dass ich dieses Stängelchen da reinschieben kann. Das Problem ist nur, weiß nicht wie. Ja, da hat es zwei Löcher. Dachte ich vielleicht, dass es so ein Rohr da reinschieben kann, aber irgendwie, ich wüsste jetzt halt einfach nicht, wie ich an das Inventar rankomme. Dings sonst nicht. Was war das andere noch? F. F ist es auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das aus dem Inventar gerade auswähle, aber ich habe es auf jeden Fall dabei. Yay. Ducken kann ich mich nicht. Das einzige Hinweis ist noch dieses Symbol da oben in den Sternen, was halt wirklich so ein... Ja, eine lange gerade Linie gibt, ein kleines Dreieck danach. Na, und ja. Warte mal, das Dreieck könnte auch das Dreieck sein. Nee, oder? Oh. Lange Linie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte wären es insgesamt. Das könnte schon hinkommen, ne? 1, 2, 3. Das ist merkwürdig. Ich dachte, da hat sich gerade an der Kiste auch was verändert, aber hat es nicht.
könnte das Dreieck sein. Na, so. Hab dann nur hier mit ein Problem. Ah, so rum. Geschafft. Was haben wir hier noch drin? Open Sesam. Sesam öffne dich war der Erfolg hierfür. Nochmal was. Ach, guck mal, jetzt habe ich unten M. Ich muss noch ein M anmachen scheinbar. Und habe irgendein Teil. Das kann ich zum hier dran machen. M. Das M. Und jetzt kann ich das wahrscheinlich drehen hier, hä? Huh?